Guten Morgen aus Düsseldorf. Ich sitze jetzt in meinem Hotel. Es ist Tag 2 oder mittlerweile, ich glaube, schon Tag 3 der Spielemesse in Essen. Wir werden dann frühstücken gehen und hinfahren, so Gott will. Ich möchte nur kurz den Tag 1 zusammenfassen. Wenn man auf diese Messe geht mit dem festen Vorsatz, dort Spiele zu erstehen, dann ist es definitiv notwendig, sich eine Liste zu schreiben. Es gibt nicht einfach so durchzumarschieren und einfach ja, nach Genuss einzukaufen. Das funktioniert nicht. Die Messe ist derartig groß und derartig befüllt und beworben, dass man spätestens in der zweiten Halle vollkommen erschlagen ist. Und wir haben 6 Hallen und wir haben 6 Riesenhallen. Also es ist nicht so, als wäre das eine Kleinveranstaltung. Bei der letzten Spiel, glaube ich, waren ungefähr 200.000 Leute da. Man kann sich also vorstellen, wie gedrängt es dort manchmal ist. Ich habe auch ein Video gemacht, wo man im Prinzip nur Leute sieht und wo man nur durch die Gegend geschoben wird. Also alle Leute, die daherkommen wollen, um ihre Brettspielleidenschaft zu frönen, sei gesagt, ihr braucht einen Plan. Das ist auch das, was alle anderen Blogger sagen. Ohne Plan ist man ziemlich aufgeschmissen. Ihr solltet auch halbwegs früh da sein. Also zu Mittag ist dann meistens schon zu spät. Und wenn ihr aber Sachen spielen wollt, dann seid auch darauf vorbereitet, auch ein bisschen warten zu müssen. Also die Spielplätze auf der Spiel sind im Vergleich zu Leuten, die es vielleicht noch kennen, dem alten Spielefest im Vienna International Center extrem begrenzt. Das ist so ziemlich das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es hier keinen Raum gibt, wo man sagt, okay, hier spielt ihr Spiele und dass dieser Raum halt groß sein sollte. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein sehr breites Spektrum. Also wir haben ein riesiges Spektrum vom Tabletop über LARP, über Rollenspiel-Leute, die ihre Sachen anbieten, über Händler natürlich und dann natürlich sind alle Großen da. Also es gibt keinen einzigen Spieleverlag, glaube ich, der nicht auf das Spiel ist, der ein bisschen was auf sich hält. Und damit hat man natürlich alle die Neuheiten, die jetzt rauskommen. Und es gibt einen ganzen Haufen Videos, wenn ihr auf YouTube schaut, da steht drinnen also 100, die Top 100 Spiele. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel rauskommen. Ich würde halt auf die Top 10 runtergehen irgendwann und mich dort beschäftigen, es sei denn, ich bin wirklich ein Brettspiel Aficionado, was ich ja eigentlich nicht bin. Was kann ich euch sonst noch für Tipps geben? Also Tipp 1 ist, die Anreise hängt vollkommen davon ab, was ihr wollt. Ja, wollt ihr viel einkaufen, dann ist die Anreise mit dem Auto, falls in einer vernünftigen Distanz möglich ist, wahrscheinlich das Sinnvollste. Auch da müsst ihr früh da sein. Wir haben gestern mit meinem Freund Peter gesprochen, der also am Donnerstag relativ früh da war und überhaupt kein Problem hatte mit dem Outparken. Er sagte, es war schon ein bisschen weiter weg und gestern kam eine halbe Stunde später und stand auf einem Parkplatz, der 7 Kilometer von der Messehalle weg ist und wurde dann per Shuttle-Dienst hergebracht, oder 6 Kilometer weit weg. Also per Shuttle-Dienst wurde er hergebracht. Wir sind mit der U-Bahn angereist, beziehungsweise mit dem Zug, wir wohnen ja in Düsseldorf und nicht in Essen und das hat ganz gut funktioniert, also das ist eine halbe Stunde, die U-Bahn ist zu jeder Zeit, die U11, wirklich knackig befüllt, die U-Bahn-Betreiber haben zusätzliches Personal eingestellt, damit sie dem irgendwie Herr werden und es ist trotzdem ziemlich eng. Also jemand, der gern Körperkontakt aufnimmt mit anderen Menschen, dort seid ihr richtig. Der Eintritt in die Messe geht sehr flott, wie auf den deutschen großen Messen eigentlich Usus ist. Also wenn man auf die deutsche Buchmesse nach Frankfurt fährt, da ist man ja, obwohl es viele, viele tausend Leute sind, wirklich, wirklich schnell drinnen. Und auch das ist auch hier so. Also es ist nicht so wie auf der Comic-Con, wo ihr euch eine Stunde anstellt, damit ihr ein Band um den Arm bekommt. Das hat schon auch eine sehr hohe Professionalität. Versorgung auf der Spiel funktioniert ganz gut, weil große Areale
im Prinzip halt mit entsprechend Street- und Fastfood befüllt sind. Es gibt auch ein oder zwei Restaurants. Man muss sich natürlich anstellen, die Preise sind natürlich an der Messe angepasst. Also vorsichtig, wenn ihr also mit drei Kindern kommt, dann würde ich mir schon auch relativ viel mitnehmen. Was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist Flüssigkeit, weil das braucht ihr nämlich. Was kann ich aus Tag 1 noch mitnehmen? Es ist nicht nur was für Spieler, es ist also definitiv auch etwas für Professionisten, ob das jetzt dieses Jahr war es der Educator Day, da waren hochwissenschaftliche Vorträge drinnen. Ja, die zwei, die ich gehört habe, waren also relativ, die waren nicht einfach und waren auch fürs Fachpublikum bestimmt. Ich bin mir ganz sicher, dass das eine Tendenz ist, die die Spiel wahrscheinlich weiter fortführen wird. Und natürlich, und eine Sache, die man hier natürlich absolut hat, ist also der direkte Kontakt mit den Designern. Sei es jetzt, wenn ihr ein Spiel verlegen wollt oder auch wenn ihr, ich sage auch nochmal, Leute kennenlernen wollt, dann ist das Spiel genau das Richtige, weil hier sind sie alle. Auch die ganzen Influencer und YouTube-Channels, die ihr so kennt, sind hier. Ich hätte gern Tom Wessel irgendwo gesehen, ich habe ihn aber nicht gefunden. Vielleicht wird das noch, vielleicht ist er auch schon wieder nach Hause geflogen, was weiß ich. Also, das Spiel ist einfach das Zentrum von Brettspielen, die es gibt. Im Augenblick. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so, weil es ist nämlich für mich relativ nahe. Wenn ich jetzt schaue, wo die Leute teilweise herkommen, dann bin ich schon wahnsinnig fasziniert. Also, ich war jetzt gestern an einem Stand, wo sie ein Rollenspiel produziert haben, also vorgestellt haben von einem schwedischen Künstler und der neben mir war aus Neuseeland und der links neben mir, der war gleich aus Südafrika. Also das war dann schon ziemlich beeindruckend, wie weit Leute teilweise fahren. In diesem Sinne, ein wirklich wieder viel zu langes Video, das man wahrscheinlich schneiden wird müssen. Ich werde heute vielleicht etwas gezielter vorgehen als wie gestern und versuchen wirklich nur zu Ständen zu gehen, wo ich gestern schon eine gewisse Tendenz zu das will ich haben gespürt habe. Und in diesem Sinne, take, was weiß ich, viel.